Guten Tag und herzlich willkommen zum Frankfurter Kreis, dem Finanztalk von MeinGeld.tv. Und ich begrüße ganz herzlich meinen ersten Gast, Frau Ellen Ludwig. Sie ist Geschäftsführerin von Askau Analyse, Leiterin Fachbereich Personenversicherungssoftware. Ich freue mich, dass Sie da sind. Eingeladen haben wir Herrn Stefan Schinnenburg. Er ist Mitglied des Vorstandes der Deutschen Familienversicherungs AG. Schönen guten Tag. Bei uns zu Gast ist Herr Michael Albrecht, Hauptabteilung Leiter Maklervertrieb Barmenia Versicherung. Hallo zusammen. Ganz herzlich begrüße ich Herrn Olaf Engemann. Er ist Mitglied der Vorstände der Süddeutschen Krankenversicherung. Ja, hallo zusammen. Herzlich eingeladen haben wir Herrn Thorsten Petri, Regionaldirektor, Leiter der Regionaldirektion Makler DKV Ergo Group AG. Hallo, schönen Tag. Last but not least begrüße ich ganz herzlich Herrn Kabil Azizi. Er ist Vertriebskoordinator Gesundheit Gotha Krankenversicherungs AG. Servus zusammen. Wir haben jetzt alle festgestellt, dass man natürlich mehr online macht. Alle sind noch nicht abgeholt, wie Frau Ludwig sagte. Glauben Sie, dass es so bleiben wird? Oder glauben Sie, dass es dann doch wieder, wenn die Makler und die Berater und freien Vermittler wieder raus dürfen, dass online dann weniger genutzt wird? Wie würden Sie die Situation einschätzen? Also ich für meinen Teil bin sehr davon überzeugt, dass sich das verfestigen wird. Das Online-Geschäftsmodell, das hat auch am Ende was mit Betriebswirtschaft zu tun. Welchen Abschluss generiere ich? Was verdiene ich dabei? Insoweit bin ich fest davon überzeugt, dass der Online-Abschluss sich verfestigen wird und auch weiter ausgebaut wird. Die Vertriebspartner sind mehr und mehr gewohnt, mit diesen Tools zu arbeiten. Gleichwohl, insbesondere, da bin ich bei Ihnen, bei der Beratung der Krankheitskostenvollversicherung, ich das Thema Online-Beratung bzw. Online-Abschluss, Online-Beratung ja, aber der Online-Abschluss nicht sehe in naher Zukunft. Also die beratungsintensive Dinge, da würde ich gegebenenfalls auch das ganz hochwertige Ergänzungsgeschäft, wir haben so einen Tarif, wo wir den Privatstatus auch herstellen können, oder auch die Pflege, da erwarte ich schon wieder, dass es eine Rückkehr auch wieder gibt zum Präsenztermin. Gleichwohl die eigentliche Frage online wird sich weiter verstetigen. Also kein Trend, sondern wahrscheinlich ein Standard. Wie war das bei Ihnen bei der Barmenia? Sie haben sehr guten Umsatz gehabt bei der Vollversicherung. Sind die Berater losgegangen oder haben die das online gemacht? Ich denke sowohl als auch. Also da sind viele online dabei, aber ich bin jetzt völlig, also dann aber die Online-Telefonie und die Beratung. Also der Online-Abschluss in der Vollversicherung, den sehe ich nun auch nicht. Also das ist in Abhängigkeit der Komplexität des Produktes, nimmt eben die Online-Fähigkeit einfach ab. Also das ist ja auch eine Entscheidung, die von Tragweite ist. Da gibt es viele Dinge zu beachten, viel Beratung zu, also die findet entweder persönlich statt oder per Video. Aber da ein Online-Abschluss mit einer maschinellen Prüfung, ich glaube, die ist noch ganz weit weg, da reden wir so lange von, die sehe ich auch in naher Zukunft nicht. Bei den einzelnen Produkten wird es sicherlich so bleiben, bei den Ergänzungsprodukten. Also es ist weiterhin online bleiben. Da bin ich. Online-Abschluss heißt ja nicht, dass der Kunde ohne Beratung abschließt. Im Gegenteil, unter Online-Abschluss verstehe ich auch, dass der Makler genauso den Kunden berät über Video. Man muss nicht im Wohnzimmer sitzen, deswegen sehe ich das mit der Vollversicherung nicht so wie Sie. Er berät ihn natürlich und vielleicht auch zwei- oder dreimal, weil es ja, wie Sie sagen, ein längerfristiges Projekt ist eventuell. Aber er muss es nicht im Wohnzimmer machen. Er kann es durchaus am Bildschirm machen mit den entsprechenden Tools. Und es geht ja darum, dass der Makler das dann online abschicken kann auch. Sehe ich da schon haben Sie in der Zukunft. Das wollte ich auch. Wie sehen auch damit Sie das, Herr Engemann? Der Punkt ist ja total valide. Online-Abschlussfähigkeit ist für mich aber auch, der Kunde macht sich mit dem Produkt vertraut, versteht es, geht durch 3, 4 Gesundheitsfragen, jetzt bin ich wirklich mal beim Thema Zahn, ne, und kann es ja wirklich abschließen. Dann laufen die Dinge ja auch beim Versicherer dunkel durch, da ist keine Risikoprüfung mehr, gar nichts. Das ist das Geschäft in den Tüten. Bei der Vollversicherung, wenn man es wirklich zum Abschluss bringen wollte, online vor Ort, klar kann dann noch eine Beratung stattfinden, aber die Gesundheitsfragen sind zu beantworten. Jetzt kann man klar ein Risikoprüfungssystem auch am Point of Sale integrieren. Das ist aber schon auch ein etwas größeres Unterfangen. Und dann wirklich den gesamten Prozess dann so lean reinzubekommen bei einer Vollversicherung, sehe ich einfach noch als herausfordernd.
Also jetzt mal unabhängig von Vollversicherung, Zusatzversicherung, wir sind jetzt gerade wirklich in einem sehr breiten Spektrum unterwegs, geht jetzt um den Online-Abschluss. Es ist ja auch sehr zielgruppenabhängig. Also jeder Mensch tickt ja anders. Ne? Es gibt Zielgruppen in unserem Land, die wollen wirklich nur online. Es gibt Zielgruppen, die werden auch nach Corona weiterhin lieber die persönliche Beratung bevorzugen. Am Ende wird es halt auf ein globales, also das ist auf Deutschland bezogen, auf ein deutschlandweites hybrides System hinauslaufen. Das hatte ich auch eben schon angesprochen. Also eine Videoberatung ist ja möglich über einen Makler. Und dann kann der Makler sagen, okay, ich empfehle dir, lieber Kunde, Gesellschaft A, B, C, Barmenia, SDK und Gotha. Und wenn du dich jetzt zum Beispiel für die Gotha entscheidest, dann geh halt eben auf meine Homepage und schließe halt eben über den Online-Link ab. Genauso aber auch gibt es Makler, es gibt einen erfolgreichen Makler, der sitzt seit Jahren auf Mallorca. Der hat, glaube ich, in den letzten 6 oder 7 Jahren hat er noch nie einen einzigen Endkunden gesehen. Der macht alles wirklich komplett digital und online. Also auch das funktioniert. Hm. Und ich glaube, am Ende wird es die Mischung machen. Ich würde jedem dringend raten, sich nicht darauf zu verlassen oder zu glauben, dass wir als Versicherungswirtschaft irgendwie auch nur eine Chance haben, irgendein Trendsetter zu sein. Die Trendsetter sind andere. Das sind die Apples, die Googles, die Amazons, die Netflix, egal wie sie heißen. Die gewöhnen den Kunden an einfache, online-orientierte Abschlüsse. Und da können wir uns strampeln, wie wir wollen. Ich glaube nicht daran, dass wir sagen, die Kämpfer sein sollten für irgendwelche Nicht-Online-Abschlüsse, sondern online ist die Realität. Und jetzt ist die Fragestellung, die wir uns alle stellen müssen, wie ist es eigentlich bei komplexen Produkten? Wir verkaufen Pflege nur online. Auch in einer ordentlichen Stückzahl. Ich hoffe mal, dass wir Ende nächsten Jahres stückzahlmäßig an die Marktführerschaft kommen. Von daher ist das schon ein Thema, das geht online. Und wir müssen eher die Frage stellen, was müssen wir in dem Prozess verbessern, damit er online fähig ist. Ich halte die Diskussion, ich kann mich erinnern, das war vor 20, 25 Jahren, hat mir jemand mal gesagt, so ein Produkt ist nicht online fähig. Sag ich, warum? Weil das so kompliziert ist. Dann sage ich, lass es uns einfacher machen. Das heißt, wir werden vielleicht auch eine andere Welt von Produkten sehen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass die großen Konzerne im Online-Abschluss unseren Kunden dazu drängen, dass er diese Erwartungshaltung hat. Und wenn wir die nicht erfüllen, wird der Anteil derer, die wir noch bedienen können, deutlich kleiner werden. Herzlichen Dank an meine Experten. Das war die Runde zum Thema Zusatzversicherung stabil auf Kurs in der Corona-Zeit.